Guten Morgen, David. Morgen. David oder David? David, egal. David. Frohe Weihnachten. Gleichfalls. Erst einmal, ne? Ja. Und du hast dich ja bereit erklärt, ein Interview zu machen, weil du hast ja interessante Geschichte erlebt. Also was jetzt, muss man sagen? Jetzt kann man sagen, ja. Ja gut, es war die dritte Impfung, der Booster. Und ich war schon ein bisschen eigentlich, wie sagt man dem, ein bisschen niedergeschlagen oder ein bisschen geschwächt. Und ich hatte ein bisschen Husten, aber nichts Besonderes. Und dann nach dem Booster ging ich zum Arzt und dann hat er gesagt, ja, alles kein Problem, da haben Sie ein Medikament, das geht weg, ging ja nicht weg. Ich habe dann weitergearbeitet und habe dann gesagt, ja, probieren wir mal. Dann wurde es immer stärker, es wurde es immer intensiver. Dann bin ich dann mal zum Arzt gegangen, habe gesagt, ich bin ja nicht der, wo jedes Mal zum Arzt geht. Und gesagt, jetzt gehe ich mal zum Arzt. Und dann hat er gesagt, ich hätte da, da hat er rumgerätselt, mein Fuß war aufgeschwollen. Hat er gesagt, ich hätte da einen Ermüdungsbruch, so genannt. Und ich müsste das eventuell speziell röntgen, aber das sieht man da beim Röntgen nicht, oder? Und dann hatte ich so starken Husten, dann haben sie mir Antibiotika gegeben und alles und dicht über 1000 Milligramm oder wie man dem sagt, alles nichts genützt. Und dann Husten wurde noch stärker und dann ging ich zu einem anderen Arzt, der hat dann irgendwie auch gesagt, ja, jetzt ist mein Alphabet ist zu Ende, ich weiß nicht mehr, wie es weitergeht, ich weiß nicht, was sie haben. Es gibt nur noch eine Lösung, Universitätsspital in Zürich, weil ich bin von der Schweiz. Und die haben mir dann 100 Mal Blut abgenommen, bis sie gesagt haben, was sie genau wussten, was sie hatten. Also die gaben nicht locker. Das war dann eine Lungenentzündung, das war ein Keuchhusten. Ich war gegen Keuchhusten geimpft und war ein ziemlich deftiger Keuchhusten sogar. Der war sehr ansteckend, ich durfte keine Kleinkinder, nichts in der Nähe haben. War das fast schon Tuberkulose dann oder was? Ja, es ging einfach, der Keuchhusten war einfach sehr ansteckend, vor allem nicht für Erwachsene, sondern für Kinder. Oder wenn die Erwachsenen Kinder hatten, dann durfte ich keinen Kontakt mit denen haben. Husten hatte ich und dann ist mein ganzes Immunsystem zusammengebrochen eigentlich. So zusammengebrochen, das heißt, mein Körper wusste, es war alles zu viel mit diesem Booster, mit diesem Keuchhusten und alles. Dann kam noch eine Ermüdungsbruch, das war eigentlich diese Muskelentzündung. Mein ganzer Körper, die ganzen Muskeln haben sich entzündet. Ich konnte nicht mehr zum Teil die Hände so bewegen. Ich konnte den Arm nicht mehr halten. Also so, das war das Maximal mal. Das hat dann wehgetan. Das hat richtig wehgetan. Aber wenn ich gearbeitet habe oder unterwegs war, wenn der Motor lief, dann ging es eigentlich. Konnte ich mich ziemlich bewegen. Aber beim Schlafen, das war Horror pur. Und dann, ich war wie so ein Todesstarre im Bett fast drin, alles hat sich zusammengezogen und ja, es war ziemlich krass. Und dann haben sie mir gesagt, ja, es gibt nur eins, wir müssen ihnen Cortison geben. Und beim Cortison habe ich noch eine Vorgeschichte, wo auch noch ziemlich deftig war. Und dann haben sie mir wirklich deftig Cortison gegeben. Und dann habe ich die genommen, dann am anderen Tag ging es mir wie neugeboren, gedacht nichts mehr. Und dann haben sie mir gesagt, ja, aber das müsste jetzt das eine Weile nehmen und dann haben wir das langsam abgesetzt. Wenn ich das ein bisschen abgesetzt habe, kam wieder der Rückschlag, oder? Dann hatte ich wieder diese Muskelentzündung. Und dann bin ich dann runter bis auf 5 Milligramm. Dann haben sie mir gesagt, ja, unbedingt aufhören. Das ging über 6-7 Monate, diese Cortisonbehandlung. Also nicht irgendwie 1-2 Monate, 6-7 Monate, vielleicht sogar 8 Monate. Und dann habe ich gesagt, ja, nein, ich habe dann selber das Medikament ein bisschen zurückgesetzt. Oder? Und dann haben sie mir gesagt, ja, also unbedingt auf jetzt hören mit dem Cortison. Wir geben Ihnen ein anderes Medikament. Nach diesem anderen Medikament, was sie mir geben wollten, habe ich dann gefragt, und was sind dann die Nebenwirkungen? Was sind da die Nebenwirkungen? Ja, da haben sie das, dann haben sie das, und dann gibt noch das. Und gesagt, nee, jetzt habe ich die Nase voll. Ich mag nicht mehr. Fertig, Schluss, Amen aus. Habe dann einfach das Cortison runtergesetzt und dann hatte ich einfach in der Nacht, es ging einigermaßen, hatte dann wirklich diese Muskelbeschwerden noch, etc. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt gehe ich in die Wärme, ich gehe nach Thailand, denke mir die Wärme und alles wird mir gut tun. Habe dann aber jetzt nochmal die Grippe bekommen in der Schweiz
Die war ziemlich deftig. Ich hatte fast wieder Angst, dass ich wieder meinen Covid-Husten bekomme. Wusste nicht, wie ich denn das wegbekomme. Ja. Und denkst du, haben die Ärzte dann irgendwie mal gesagt, dass es eventuell mit der Impfung kommt? Oder denkst du, du hast sie haben nie gesagt, es kommt von, die Ärzte haben nie gesagt, es kommt von der Impfung. Im Gegenteil, ich müsste noch einen vierten Booster machen, weil ich ja geschwächt sei beim Immunsystem. Das kommt gar nicht mehr in Frage. Das haben sie mir noch gesagt. Ich habe extra gefragt, von was kommt das? Und ich war vor nie, ich hatte nie etwas. Und beim dritten Impfung, das war einfach alles zu viel, hat es mein Körper gemacht, patsch, und dann bin ich einfach explodiert. Mhm. Und jetzt bin ich eigentlich hier, nehme keine Medikamente mehr. Es geht relativ. In der Nacht habe ich einfach noch ein bisschen Mühe mit den Händen, mit so. Aber sonst geht es eigentlich mehr oder weniger gut. Ja. Und haben die dich eigentlich, wie sie dich geimpft haben, mal irgendwie untersucht vorher? Oder null. Trotz Husten null. Und so haben sie dir nochmal die Impfung. Ja, beim Husten hat er mir gesagt, ja, da haben sie ein Medikament, das geht dann schon weg. Oder? Aber du hast es bei der dritten, bei dem Booster, hast du schon, also es ist schon Unwohlsein. Trotzdem haben sie. Ja, ich hatte da schon diese fast, ich war schon angeschlagen, eigentlich fast überarbeitet, übermüdet und wie man dem auch sagt, aber mein Körper hatte das. Und dann habe ich gesagt, ja, noch den Booster, die haben gar nicht gefragt, wie es mir geht oder hier einfach rein mit dem Zeug, oder? Also ich bin jetzt kein Arzt, aber rein von der Logik her, sorry, wenn einer schon krank ist und sagen wir mal eine Erkältung hat, dann tue ich nicht nochmal gegen die Grippe impfen, weil dann ist ja der Körper eh schon Das war ja nicht die Grippe, das war ja die Corona. Vor Corona. Ja, und dann hat natürlich diese dritte Impfung, weil ich hatte ja bei der ersten und bei der zweiten Impfung hatte ich ja nichts. Andere hatten ja Müdigkeit und Nachbeschwerden und weiß ich was, hat nichts, mir ging es gut, aber bei der dritten hat es einen Bumm gemacht. Das war dann alles zu viel irgendwie. Gemacht, sondern Bumm hat es gemacht. Ja, das war alles zu viel eigentlich, wirklich zu viel. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann jetzt, das braucht halt Zeit. Und ich dachte jetzt, oder ich finde jetzt, bis das Zeug sich ein bisschen rausgearbeitet hat und dann langsam. Ich meine, das ist jetzt auch fast ein Jahr her, dass ich den Booster hatte. Das war Januar letztes Jahr und jetzt ist ein Jahr später. Und ich denke mir, bis dieses Gift, oder wenn es überhaupt mal rausgeht, vielleicht geht es mir dann mal besser. Oder? Ich habe dir ja jetzt mal das geschickt, was mir meine Nichte geschickt hat. Lies es, schaust du mal an. Also ich habe es ganz kurz schnell angeschaut. Ja. Ich habe gesehen, es gibt so Medikamente da, sehr interessant. Naturmedizin. Ja, mit Naturmedizin. Ich meine, irgendwie kriegt man es vielleicht raus. Man weiß ja zum Beispiel auch, der Kokosnuss, die Kokosnussmilch, also von der Kokosnuss, die wird Amalgam-Rückstände, ist das Einzige, was Amalgam-Rückstände im Körper. Ja, also was ganz lustig war, wenn du jetzt bei Früchten sagst, wenn wir schon im Interview sind, ich habe das auch nicht gewusst, ich habe doch das gelernt. Die Ananas ist eines der besten Hustensirups, wo es überhaupt gibt. Ja. Und das ist fünfmal stärker als das stärkste Hustensirup. Und ist gut Ananas. Bei Prostatitis, Ananas. Ja. Wenn du Prostatitis hast. Ich habe nämlich als junger Mensch mal Prostatitis gehabt. Da hat der Arzt gesagt, ich muss jetzt mein ganzes Leben lang diese Medikamente nehmen. Da hatte ich aber Glück, ich war dann auf Hawaii 6 Wochen. Ja. Und damals nicht viel Kohle gehabt, ein bisschen Ananas geklaut immer am Feld. Ja. Außerdem ist es ein Ananasland damals gewesen, Hawaii. Und da habe ich viel Ananas gegessen, die Sonne, und dann war das weg. Und Deutschland habe ich da ewig damit zu tun gehabt. Aber wichtig bei der Ananas, das habe ich so gelesen, frisch gepresst. Nicht irgendein Konzentrat, sondern wirklich frisch gepresst. Saft. Und ich habe wirklich den getrunken und du hast keinen Husten mehr nachher. Es geht wirklich. Ich weiß nicht, wie das Medikament heißt, was drinsteht. Man kann es googeln. Es ist sehr intensiv in der Ananasfrucht drin. Ist auch sehr interessant. Also ich habe mein Keuchhusten. Ja, durch fast, die Ananas. Ja, fast durch den Ananas habe ich selber weggebracht. Also ganz interessant. Ja, und jetzt habe ich gesagt, hier unten, ich trinke sehr viel Ananas und es geht mir gut. Wir müssen übrigens heute noch Ananas kaufen, fällt mir gerade ein. Dann kannst du hier gerne einen Smoothie mit frischer Ananas bestellen. Ja, also ich trinke überall, ich liebe ja eh Ananassaft, und ich muss ehrlich sagen, aber ungezuckert, das ist noch wichtig, weil der Zucker ist natürlich auch nicht gut für den Körper, oder? Und frisch gepressten Ananassaft ist wirklich gut für den Husten. Habe ich nicht gewusst. Ich habe es dann gegoogelt. Also das ist also wirklich. Danke für den Tipp. Und was ich immer nehme, wenn ich irgendwas merke, ist Kokosnussöl. Gurgeln oder auch durch die Nase rein bei Schnupfen. Oder dann halt auch im Kaffee oder Tee mit rein, Konzert trinken. Bloß wenn die Gurgel es dann ausspucken danach. Also nicht runterschlucken. Ja. Ja. Ja, es ist wirklich interessant. Guten Morgen. Und das ist natürlich dann, bin ich in Thailand, genieße das Wetter, die Wärme, es ist ja mega warm, wunderschön ist hier. Wir haben fast 33, ist immer gut. Immer gut. Ich komme ja von einem eher kälteren Ort, aus der Schweiz. Und ich muss ehrlich sagen, ja, es genieße ich, es ist traumhaft. Und
Ich fahre auch langsam meinen Körper. Ich merke langsam, wie er sich erholt auch langsam. Es ist schon gut. Also ich kann jedem empfehlen, geht nach Thailand. Ja. David, super fürs Interview. Okay. Genieß deine Zeit hier und ich hoffe, du kommst gesund in die Schweiz zurück. Wichtig noch, ich gehe nicht, bin wirklich, ich habe gesagt, das ist noch viel wichtig. Ich gehe nicht eine Woche, ich gehe nicht zwei Wochen, ich habe gesagt, Minimum 30 Tage gehe ich mal jetzt in Urlaub und genieße es und runterfahren, mich erholen und perfekt. Kommt gut, wirklich. Okay. Ich merke es richtig. Danke dir. Danke dir fürs Interview und frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, ist ja der 25. Ja. Das tue ich vielleicht gleich hochladen, weil es geht schnell für Interview. Kein Problem. Also ich wünsche und nicht verzweifeln in Deutschland bei dem Wetter. Ja. In Thailand, wir haben gutes Wetter. Und kommt runter. Jetzt auch diese Geschichte, die ja vielleicht im Zusammenhang mit der Impfung steht. Man sollte darüber nachdenken. Absolut. Das kann man nur so weitergeben. Also ich wünsche euch auch eine schöne Weihnachten. Frohe Weihnachten und ein gesundes neues Jahr. Danke vielmals. Bitte abonniert unseren YouTube-Kanal. Danke. Super. Give me five. Yeah. Und das in dieser Gegend hier. Ist das nicht geil?